Luis García Montero, Bitteres Lied. Ihr Gesicht zeigt drei verlorene Jahre und die Kälte eines Morgens um 6 Uhr. Sie werden dir das Herz zerbrechen, ganz plötzlich das Licht erloschen, die Flure eingetrübt, die Tür, die ihren Lärm in deinen Rücken schlägt. Sie werden ihr das Herz zerbrechen, und sie schleift die dunkle Kette ihrer eingefrorenen Leidenschaften hinterher. Jene Kälte, die sich einzig hinter einem Wort verbergen lässt. Und ich sehe, wie sie schreitet, langsam, sich mit jedem Schritt verlierend. Flüchtige Traurigkeit, die aus der Dunkelheit an meine Haustür kommt und geht. Das Kunstlicht hinterlässt das stille Zittern dreier Schiffe auf der Straße, die vor Anker liegen. Während sie an mir vorübergeht, empfinde ich so etwas wie den Ruderschlag und wie ein Wasserrauschen. Luis García Montero, Bitteres Lied, gelesen von Helga Heinold. Aus »Die Zeit ist kein Fluss«, erschienen im Afaya-Verlag.